So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Indoor Curling von Cosmos. Ja, wie der Name schon sagt, der Curling-Spaß für zu Hause. So sieht das Ganze aufgebaut aus. Da hat man hier diese Spielfläche, das ist so eine Plastikplane, die man dann so aufrollen kann, die eigentlich sehr gut, sehr plan aufliegt. Die wird dann hier mit so einer Magnethalterung noch befestigt, dass sie eigentlich auch wirklich plan und fest auf dem Boden liegt, was ganz praktisch ist, weil das geht dann da hinten auch noch gleich als Spielplanbegrenzung, das heißt, wenn da die Curls hinten gegenstoßen, dann fallen die nicht vom Tisch oder so, was jetzt hier, so wie der Tisch steht, trotzdem passieren kann, wenn ich irgendwie schlecht ziehe. Und das hier sind dann diese Curls, die man über den Tisch rollen kann, also es sind einfach hier, falls man das sieht, ich hoffe, man sieht das, so kleine Metallkugeln drin, auf denen die dann einfach über den Tisch rollen, das sieht man gleich auch ganz gut. Und die sind halt, sehen so klein süß aus. In der anderen Farbe dann so. Und die haben, wie gesagt, hier unten einfach so eine kleine Kugel drin. Damit rollen die dann über den Tisch. Also es ist nicht ganz so ein Gleiten übers Eis, aber das geht natürlich auch nicht. Und davon hat einfach jede Mannschaft 4 Stück. Und vielleicht einmal kurz zu den Regeln. Ich meine, Curling kennt im Prinzip eigentlich jeder. Also irgendeine Mannschaft fängt an, hat dann den ersten Stoß und kann dann quasi diesen Curl in diese Richtung schleudern und man muss ihn loslassen, bevor er über die Startlinie ist. Das dürfte nicht irgendwie so machen, dann erst loslassen, sondern ich muss auf jeden Fall, bevor er hier rüber ist, schon losgelassen haben. Und dann, wie man sieht, rollen hier rüber. Immer, wenn so ein Ding, wie der jetzt zum Beispiel, vor dieser Linie liegen bleibt, dann nimmt man den einfach aus dem Spiel, der ist dann raus für die Runde. Alles, was hier ist, bleibt da quasi liegen. Und unser Ziel ist es, Steine hier ins Haus zu bringen. Und am Spielende wird einfach geguckt, also angenommen, das hier wäre jetzt die Endaufstellung. Dann würde man jetzt von oben drauf gucken und würde sehen, dass der hier am nächsten dran ist. Also die beiden sind auf jeden Fall näher dran als der hier. Also würde einfach die blaue Mannschaft 2 Punkte bekommen, weil man einen Punkt pro Curl bekommt, der näher am Zentrum, also an hier ist, als der Stein des Gegners. Wenn es jetzt zum Beispiel so sein würde, würde einfach das orangene Team 1 Punkt bekommen. Irgendwie so würde auch das orangene Team 1 Punkt bekommen. So würde dann irgendwie das blaue Team wahrscheinlich 2 Punkte bekommen. Da muss man einfach mal von oben drauf gucken und dann gucken, was näher dran ist. Und wenn man dann spielt, dann bildet man einfach 2 Mannschaften. Ich spiele es hier einfach mal kurz alleine, um euch das so grob zu demonstrieren. Muss aber ein bisschen Gefühl für kriegen, weil die ersten paar Stöße... Das hier ist übrigens die Anleitung, die ist auch sehr kurz und knapp. Und die ersten Stöße werden meistens so aussehen, dass man so rollt und einfach da hinten gegenstößt, damit man da so ein kleines Gefühl für bekommen muss. Also das sieht meistens so aus, dass es dahinter ging. Wenn man dann ein bisschen geübt hat, dann kriegt man bestimmt auch Stöße hin, die vielleicht eher so aussehen. Der liegt jetzt schon im Haus. Und jetzt könnte ich natürlich als Ranger versuchen, den Blauen da hinten rauszukicken. Hat jetzt nicht wirklich geklappt. Jetzt muss ich natürlich als Blauer aufpassen, dass ich mich nicht selbst da irgendwie... rausschießen, da habe ich nur was im Weg gelegt, das macht es jetzt natürlich im Orange ein bisschen schwieriger. Ja, so, das wäre jetzt zum Beispiel der Worst Case für Orange, weil jetzt hat der Blau noch näher reingebracht, da würde Blau noch mehr Punkte bekommen. Und jetzt darf Blau einfach nur nicht zu viel falsch machen. So, das wäre zum Beispiel schlecht, weil wenn der jetzt noch näher rangegangen wäre, hätte das Punkte kosten können. Und dann ist Orange nochmal dran und im Prinzip muss Orange jetzt versuchen, den so ein bisschen anzutupfen, dass der da in die Mitte kommt. Hat nicht so ganz geklappt. Aber jetzt wäre zum Beispiel wieder ein Grenzfall, das sieht man wahrscheinlich von da hinten nicht ganz so gut. Jetzt musst du mal gucken, welcher von diesen beiden liegt näher an der Mitte. Das ist also in dem Fall eindeutig der blaue. Also hätte Blau einen näher am Zentrum als die anderen und darum hätte Blau diesen Durchgang gewonnen. Man spielt, man notiert sich an die Punkte, jetzt wäre es quasi 1 Punkt für Blau. Man würde insgesamt 8 Durchgänge spielen und wer nach 8 Durchgängen die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wie man sieht, ein Durchgang dauert, wenn man zu zweit spielt, vielleicht eine Minute, vielleicht 2. Ist also ein sehr, sehr schnelles Spiel. Da sind dann noch so Schwämme bei. Diese Schwämme sind mehr der Deko. Also damit kann man dann auch noch hier die Fläche wieder sauber machen. Aber also man muss jetzt nicht während der Stein curlt da wischen, wie man das vom richtigen Curling her kennt. Also das ist eigentlich mehr so zur Deko gedacht. Man kann es noch mit den Profiregeln spielen, dass die ersten beiden Curls von jeder Mannschaft so gespielt werden können, dass die im Idealfall hier irgendwie zwischen der Linie und dem Haus liegen bleiben. Und das sind dann, der wird jetzt da liegen, sind jetzt Wächtersteine. Und die dürfen, glaube ich, erst ab dem 3. Stoß jetzt von der gegnerischen Mannschaft bewegt werden. Wenn die vorher irgendwie vom Spielfeld kommen, werden die da wieder hingestellt, wo sie sind. Damit kann man so ein bisschen
platzieren. Also halt so das Haus versuchen zu schützen. Und ja, jetzt mal so ein Probedurchgang. Wenn Orange anfängt, wäre das boah, so einen guten Stoß habe ich noch nie, wie quasi genau in der Mitte. Jetzt kann Blau natürlich versuchen, da. Na, es ging völlig daneben. Jetzt muss Orange natürlich aufpassen, dass er sich nicht irgendwie dadurch verschlechtert. Na, noch mal eins ein bisschen im Weg gelegt. Und Blau. Blau kann das gerade gar nicht. Dafür Orange wieder. Das ist auch ein Spiel, da muss man einfach ein bisschen üben und man wird mit der Zeit immer besser, dass sie sich ein bisschen drehen. Da muss halt zum Beispiel auch wieder schlecht. Da muss man einfach so ein Gefühl für bekommen. Im Prinzip kann Orange das jetzt nur noch. Siehst du, das war nicht ganz so gut. So, und jetzt hat Blau die letzte finale Chance. Aber es ist eindeutig, dass jetzt auch wieder Orange näher in der Mitte ist. Und ja, wo sich. Also, es macht schon Spaß. Es ist echt, es ist witzig, es ist kurzweilig. Es ist ja nicht wirklich teuer. Und wie gesagt, am Anfang. Es ist halt immer doof, solange da keine Steine in der Mitte liegen bleiben. Aber sobald irgendwer das so gut kann, dass da nach Möglichkeit irgendwie immer nah am Haus ein Stein liegt, macht das dann auch Spaß zu versuchen, die wegzuschießen oder dann nicht noch dichter dran zu kommen. Krass, wie gut das gerade läuft. Ugh, vollkommen verhungert. Ah, das war nicht so schlecht. Und. Ein bisschen ziehen sollte man dann schon, da muss man wirklich ein Gefühl für bekommen. Das wäre jetzt auch wieder einfach nur ein Punkt für Orange, weil das dann schon der zweitnächste ist, also obwohl Orange hier deutlich mehr hat, wäre es jetzt nur ein Punkt. Und ja, das ist im Prinzip auch schon das ganze Spiel. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sehen oder zu zeigen. Wenn man fertig gespielt hat, dann rollt man das Ganze im Idealfall einfach wieder auf diese Rolle. Man sollte die auch wirklich ab und zu mal abwischen, damit die halt auch gut in Form bleibt. Und dann kann man diese Sachen wieder reinstecken. Die Schwämme sind eigentlich als in erster Linie dazu geeignet, damit das da alles ein bisschen drin fixiert bleibt und nicht gleich wieder rausrutscht. So, das hält jetzt ziemlich stabil. Legt das dann da rein. Macht dann diese Plastik-Curls hier in den Beutel. Das auch da rein. Schiebt das alles wieder hier in die Packung und schon ist das Ganze gut verstaut und nicht viel Platz weg im Regal. Und eigentlich ist Curling ja, ja eine Wintersportart, so kann man es sowohl im Winter als auch im Sommer drinnen und draußen spielen und wie man sieht, kurzweilig, nett. Man kann es mit bis zu 8 Leuten spielen, wobei es, finde ich, ein bisschen ungeschickt ist, wenn man nur einen Stoß hat und man muss auch immer ein bisschen Gefühl für bekommen. Also 2 bis 4 Leute würde ich empfehlen, geht aber auch problemlos und mehr. Macht Spaß, kann jeder, hat auch meine Mutter mitgespielt und wahrscheinlich ein bisschen Spaß gab, sie sah zumindest so aus. Und ja, das ist Indoor Curling. Ich hoffe, das war hilfreich und informativ für euch. Bis bald. Tschüss.